Schön, dass Sie wieder dabei sind hier bei uns im Live-Programm von Pearl TV. Das könnte auch für Sie an dieser Stelle eine lebensverändernde Entscheidung geben, nämlich sich helfen zu lassen. Und oftmals weigern wir uns ja, Hilfe anzunehmen. Aber in dem Fall würde ich sagen, bei der unbeliebtesten Hausarbeit kann man sich ruhig Hilfe ins Haus holen, und zwar in Form eines Roboters. Hier von Hobot zur Firma Hobot werden wir nachher noch einige Worte verlieren. Aber wichtig ist, dass Sie mehr Lebensqualität durch mehr Freizeit bekommen und auch mehr Sicherheit. Und das werden wir heute im Einzelnen mal beschreiben. Aber heute haben wir hier vor allem in der Sendung den neuesten, innovativsten Fensterputzroboter. Hier steht die Verpackung. Und Ingo wird Ihnen jetzt die Vorzüge erklären und Ihnen erstmal zeigen, was Sie in Zukunft nicht mehr machen müssen. Ja, ganz, ganz recht. Diana, was ist die unmöglichste Hausarbeit für jeden? Fensterputzen. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Man muss immer hier sein Fensterputzmittel, seinen Abzieher, seine Lappen, alles, was ich hier drin habe, Zeitungspapier sehe ich noch drin, hat ja jeder seinen Geheimtrick, und natürlich aufgrund der Sicherheit eine Leiter. Das ist ganz schön anstrengend. Man muss sich Zeit dafür nehmen, man muss vielleicht das Wochenende so planen, dass man da mal 2-3 Stunden Fensterputzen reinmacht. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Es gibt nämlich einen Fensterputzroboter. Ein Roboter ist eine Maschine, die Ihnen diese furchtbare Arbeit abnimmt. Ich stelle das mal hier zur Seite. Und wenn man sich so, Ralf, du weißt das auch, wenn man sich so vor 10, 20 Jahren einen Fensterputzroboter vorgestellt hat, wie hat man sich den vorgestellt? Also ich weiß nur, als Kind habe ich mir immer wirklich ein Metallmännchen, das dann die Lappen in der Hand hatte und gewischt hat. Ich habe mir den so gewünscht, weil ich wurde immer von meiner Oma dazu genötigt, mit ihr Fenster zu putzen. Und damals war es noch die doppelte Fensterfläche. Erinnerst du dich noch, wo du die Fenster aufmachen konntest und die Innenfläche zwei noch... Zwei Fenster waren das, hintereinander. Boah, ich habe heute noch Albträume davon, aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Zum Glück sind die vorbei. Es gibt Roboter, die das für uns erledigen. Ich meine, es gibt ja auch Waschmaschinen, es gibt Spülmaschinen. Man kann sich kaum noch an eine Zeit erinnern, wo das nicht zum täglichen Haushalt gehört hat. Und ich glaube, heutzutage, bald werden auch Fensterputzroboter zu diesem Standardhaushalt dazugehören, weil das eine Arbeit ist, die einfach keinen Spaß macht, wo man seine Freizeit verplanen muss. Man kann so viel schönere Sachen damit machen mit seiner Zeit. Und ich setze den eben mal an und werde Ihnen dann ganz viel drüber erzählen. Das ist wirklich kinderleicht, das ist das gute Stück. Wir haben es gleich auch noch auf dem Tisch, wo ich Ihnen das genau erklären kann. Alles, was Sie machen müssen, ist, Sie setzen ihn an das Fenster ran, drücken den An-Knopf und dann in dem Moment, wo er fertig ist, drücken Sie einfach einen Knopf und das war's. Jetzt legt er los und putzt die Fenster für Sie. Einfacher geht's wirklich nicht, und jetzt kann ich mich endlich zu euch setzen. Ich kann mich zu euch setzen, ich kann mich mit euch unterhalten, ich kann vielleicht einen Kaffee trinken, nettes Pläuschchen halten, während die Fenster geputzt werden. Ist das Wahnsinn. Nicht genial? Wie viele Fenster hast du bei dir in der Wohnung? Also ich habe das nie gezählt, aber ich habe 2 Zimmer, ich habe eine große Balkontür, ich habe viele auch Spiegel zu Hause, zum Beispiel mit Kleiderschrank, mit großem Spiegel, im Badezimmer auch. Und ich muss sagen, das nimmt bei mir mindestens 2-3 Stunden, dass alle meine Fenster und meine Spiegel würden sauber. Und ich muss ja sagen, ich habe diese Zeit nicht. Ja. Ehrlich zu sein, ich habe jetzt wirklich für Wochenende geplant. Ich muss das planen jetzt zu Hause, aufräumen. Ich habe wirklich viel zu tun. Ich muss in den Keller gehen. Und das Letzte, was ich mache, ist natürlich, ich putze meine Fenster. Weil manchmal, das macht überhaupt keinen Sinn, Fenster zu putzen. Mhm. Weil nächsten Tag, das wird schon wieder regnet. Oder das wäre mir einfach zu heiß, wenn die zum Beispiel diese Woche, ich möchte wirklich genießen, weil das wird schon wieder über 30 Grad. Und ich glaube, das Letzte, was würde ich machen, ist meine Fenster putzen. Ja, und dann sehen die Fenster eben nicht gut aus, wenn man nicht putzt. Sehen Sie mal, der fährt da ganz einfach rüber und putzt die Fenster für Sie. Wie funktioniert sowas jetzt im Detail? Ich habe mal hier das gleiche Modell bei mir hier auf dem Schoß.
So sieht der aus. Was Sie machen müssen, um den zu starten, Sie drücken einfach hier den An-Aus-Knopf und hier den Play-Knopf. Und schon legt er los. Auf der Rückseite sehen wir hier zwei kleine Pads. Mhm. Die sind aus Mikrofaser, die kann man auch abnehmen und dann wieder in die Waschmaschine stecken. Ist wirklich ganz, ganz einfach. Von denen kriegen Sie auch einen ganzen Schwung voll mitgeliefert. Jetzt fährt der mit diesen Gummiwalzen ganz sanft über Ihre Fenster. Und diese beiden Pads bewegen sich hier 600 Mal die Minute. Das heißt, die rubbeln im Prinzip über Ihr Fenster rüber. Hier ein bisschen entgegensetzt. Und das ist eben diese unglaubliche Reinigungswirkung, die wir haben. Hier vorne haben wir zwei Flüssigkeitstanks. Hier kommt jetzt Reinigungsflüssigkeit raus, die im Prinzip, ja, wie so ein Nebel da rauskommt. Das sehen wir auch gleich noch hinten am Fenster. Das ist so, ja, muss man sich so ungefähr vorstellen, das ist Nebel, das ist keine Flüssigkeit, die rauskommt, als wenn man so gegen ein Fenster haucht und danach rüberwischt. Mhm. Klar, wenn wir einen kleinen Fleck haben, dann machen wir so, hauchen gegen das Fenster, so, und wischen dann rüber. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip hier, plus mit dieser Reinigungsflüssigkeit, also es ist keine Tropfnasen da. Auf Ihrem Fensterbank wird keine Wasserlache sein. Und weil der auch noch so flach ist, müssen Sie auch nicht alles runterräumen vom Fenster. Der geht also, auch wenn Sie eine Pflanze haben, kann der sich dahinter bewegen. Es ist also wirklich überhaupt keine Arbeit. Sie setzen den einfach an die Oberfläche ran und dann saugt er sich fest, fängt an zu rubbeln und fängt dann eben an, hier Ihr Fenster abzufahren. Hier kommt auf beiden Seiten jeweils immer dieser Nebel raus, so als wenn man so gegen ein Fenster haucht, und dann wird da drüber gewischt. 600 Mal die Minute. 600 Mal die Minute, das schafft, glaube ich... Ich glaube, niemand. Wenn man ganz, ganz schnell ist, schafft man vielleicht, ich weiß nicht, 30, 40 Mal. Also, unglaublich toll hier, diese Fensterputzroboter-Technik. Und wenn wir uns das Fenster hinter uns mal angucken, da ist wirklich beeindruckend, wie blitzeblank der das Fenster putzt. Hier sehen wir das nochmal auch, da mit den Sprühtanks, wo eben dieser Nebel dann rauskommt. Und da auf der anderen Seite wird dann richtig gerubbelt. Wir können Ihnen das auch gerne mal von der anderen Seite zeigen. Da kann man dann nämlich sehen, wie diese Fensterpads hier wirklich hin und her rubbeln. Wollen wir das mal machen, Diana? Ja, gerne. Wir gehen jetzt mal nach hinten, unterbrechen den Vorgang mal. Und dann zeigen wir Ihnen, wie der von hinten aussieht. Einfach mal von der anderen Seite des Fensters. Auch einfach nur ransetzen, funktioniert ganz genauso. Drücken Start. Er spricht sogar mit Ihnen. Sehen Sie das, wie der da rubbelt? Das ist dieses 600 Mal, wo man also wirklich mit der Hand kaum hinterherkommen würde. Und der misst, also er hat Sensoren drin, da misst er das ganze Fenster aus und fährt dann eben auch geplant darüber. Das heißt, er fährt nicht kreuz und quer und denkt so, jetzt bin ich ungefähr fertig. Der macht wirklich jeden Quadratzentimeter hier von Ihrem Fenster fertig. Das ist so genial. Das Kabel ist 5 Meter lang, also auch mal für große Türen. Man braucht keine Leiter mehr. Man kann den ganz einfach ransetzen und er fährt komplett die ganze Fensterfront ab. Du hast so eine Tür zum Balkon, mhm. Das ist schlimm. Man muss sich bücken, man muss eine Leiter holen. Ja, natürlich, das ist wirklich viel Arbeit. Und ich glaube, wenn Sie haben zum Beispiel Haustiere, dann immer, du siehst diese Nasen von Hunden. Ja. Ich habe auch meinen Neffe, er war als Gast bei mir. Und ja, natürlich, ja, der ist ganz süß. Überall hast du Flecken von Schokolade von seinen Händen. Natürlich, das ist alles niedlich, aber du musst das natürlich putzen. Und ich glaube, wenn Sie haben sowas jeden Tag, das natürlich haben Sie keinen Bock und denkst du schon, ja, macht keinen Sinn mehr. Das Putzen sieht sowieso gleich aus. Aber hier, das ist wirklich gar keine Arbeit. Sie machen diese Fensterputzroboter einfach an und der macht alles für Sie. In dieser Zeit, Sie können Zeit mit Kindern verbringen, Sie können Buch lesen, Sie können wahrscheinlich was Leckeres kochen, neue Rezepte fahren. Also ich bin wirklich begeistert, wie viel Zeit haben wir frei mit diesen Fensterputzroboter. Es ist einfach eine wirkliche Lebenserleichterung. Du hast jetzt, das Wochenende ist erst in ein paar Tagen, aber du hast jetzt schon Stress. Oh Gott, am Wochenende muss ich unbedingt die Fenster putzen. Machen Sie sich einfach, holen Sie sich so einen Fensterputzroboter. Das ist das neueste, aktuellste Modell, das 2024er Modell, was wir hier haben. Ein Spitzenprodukt, was sich sehr gut verkauft. Klar, gerade im Sommer
Wir haben alle möglichen Pollen. Es regnet zwischendurch mal. Und wenn dann im nächsten Moment wieder die Sonne reinscheint, dann sieht es aus, als hätte man nie geputzt. Es gibt die tollsten Möglichkeiten. Ich sagte, bei uns war es Zeitungspapier, aber ich kenne Leute, die arbeiten mit Spiritus, mit Essig, mit was weiß ich. Ich kriege Fenster nicht so sauber wie dieser Fensterputzroboter. Es ist wirklich beeindruckend, was der hier machen kann für Sie, wie sehr der Ihren Alltag erleichtern kann und dann eben tatsächlich hier Ihre Fenster immer blitzeblank hält. Also ich finde, so Fensterputzen macht Spaß, wenn man einfach nur zuschauen kann. Und ja, Ihnen wird es ähnlich gehen. Aber Ingo, eigentlich ist Fensterputzroboter ja viel zu wenig gesagt. Es ist viel zu wenig gesagt, weil der kann tatsächlich auf allen Oberflächen fahren. Und das ist das Beeindruckende hier. Es ist also nicht mehr nur auf Fenster beschränkt. Sie können das auf Fliesenspiegeln machen. Sie können das an dem Spritzschutz in Ihrer Küche, wenn die aus Edelstahl ist. Ich weiß, das ist eine Heidenarbeit. Jedes Mal, wenn man gekocht hat, sind da wieder Fettspritzer dran. Das macht der ganz automatisch. Der saugt sich fest und fährt dann eben darüber eben mal auch zum Beispiel Fliesen. Sie sehen hier in der Grafik, dass er auch die Ecken erkennt. Wenn Sie ein rahmenloses Fenster haben, wenn Sie so einen Fliesenspiegel haben, im Badezimmer zum Beispiel, wo dann irgendwann Tapete anfängt, dann sieht er das und fällt dann nicht runter oder putzt die Tapete, sondern macht hier wirklich gründlich sauber. Das nächste ist, dass er es auch neutralisiert. Das bedeutet, Sie kennen das vielleicht von Ihren alten Röhrenfernseher, da bildet sich immer so eine Statik. Das ist bei Fenstern auch so. Und wenn dann so eine Statik ist, dann wird Staub angesaugt und bleibt dann da eben auch kleben, möchte ich fast schon sagen. Bei alten Röhrenfernseher kannte man das. Man konnte ja jeden Tag Staub wischen an denen. Da war immer Staub dran. Also auf allen möglichen Flächen. Was ich auch sehr, sehr cool finde, dass das also auch über Kopf geht. Der saugt sich eben richtig fest. Wir haben bei uns in Bremen, da haben wir so ein zwei-, dreistöckiges Bremer Reihenhaus. Die sind sehr schmal, haben wir auch viele Stockwerke. Da haben wir über dem Treppenhaus so ein Dachschrägenfenster und da kann man den einfach von unten ransetzen, Knopf drücken und dann macht er das, ohne dass man sich hier auch noch in Gefahr begibt. Gefahr werden wir auch gleich nochmal nochmal genauer drauf eingehen, aber es ist einfach super praktisch. Es gibt auch Fenster, an die kommt man gar nicht so richtig ran. Mhm. Wir haben so ein dreigeteiltes Fenster bei uns im ersten Stock. Da kann man das mittlere Fenster aufmachen, aber die anderen beiden nicht. Wir müssen da immer einen Fensterputzer kommen lassen, das kostet immer Geld. Hier kann man den Fensterputzroboter ganz einfach draußen ransetzen, drückt Start und schon geht's los. Wintergärten, ganz großes Thema auch übrigens. Wintergärten sind wunderschön. Wir lieben das, im Winter da zu sitzen und das Tageslicht zu genießen und im Abend dann den Sternenhimmel. Aber wenn das dreckig ist, sehen wir erstmal nichts durch und es sieht einfach schäbig aus. Das ist bei mir hier in Dassel, in der Wohnung, in der ich zuerst gewohnt habe. So eine wunderschöne Terrasse und da war so ein Glasdach drauf. Ich habe keine Ahnung, wie meine Vermieterin das sauber gemacht hat, aber für sowas wäre ein Fensterputzroboter natürlich auch bestens geeignet. Der ist gerade fertig mit dem Fenster und meldet sich dann auch. Also gerade diese Wintergärten-Dachsachen, Sie kriegen auch eine Fernbedienung dazu, der hört dann halt irgendwann auf, dann können Sie mit der Fernbedienung wieder zurückholen. Es macht einfach einen riesen Spaß sehr und das schön. Ergebnis ist sehr beeindruckend. Und jetzt muss ich sagen, mit zunehmendem Alter, ja, ist man auch nicht mehr ganz so beweglich. Man geht nicht gern auf die Knie, aber man steigt auch nicht gern auf die Höhe. Sie werden das zu Hause wahrscheinlich nachvollziehen, wenn Sie in meinem Alter oder ein bisschen älter sind. Und ja, es ist auch natürlich dann immer mit einem Sturzrisiko behaftet, wenn ich auf Leitern steige. Und ich glaube, diesem Risiko braucht man sich auch nicht mehr auszusetzen. Ja, es ist natürlich. Ich meine, wir haben das alles schon gemacht. Fühlen uns dabei schlecht, mal auf den Stuhl, ganz schlimm auf den Drehstuhl oder eine Getränkekiste oder sowas. Die Gefahr, da zu stürzen, ist sehr, sehr hoch. Hier haben wir mal so ein paar, also die sind jetzt sehr übertrieben, sind aber auch echt, aber das macht keiner von uns, der bei normalem Menschenverstand ist, wie hier Fenster geputzt wurden. Guck dir das mal an. Also das ist so weit weg von der Realität, hoffe ich, aber das sind mal so ein paar. Ja, man muss ja fast schon lachen, wenn es nicht so traurig wäre.
Beispiele, wo man denkt, was denken sich die Leute dabei? Also gerade mit so einem Fenster, wo wir gerade gesehen haben, was von außen nicht erreichbar ist. Ja? Ja. Und sich dann in der Mauer festhalten, ist ja gemeingefährlich. Man liest ja auch immer wieder, Mann oder Frau abgestürzt beim Fensterputzen. Ja. Und die meisten Unfälle passieren immer noch im Haushalt. Ja. Nicht, wie man vielleicht denkt, auf Deutschland Straßen, sondern in Haushalten. Viele davon durch Stürze und davon viele natürlich beim Fensterputzen. Und ich bin mir sicher, dass Sie sich zu Hause diesem Risiko auch nicht mehr aussetzen wollen. Und ich muss wirklich auch mal die Tiefgänge ansprechen. Ich habe ja so Panoramafenster. Ja. Wenn du da auf den Knien rumrutschst, dann muss ich auch sagen, aus dem Alter bin ich raus, um auf den Knien rumzurutschen. Ja, und dementsprechend, oh, da sehen wir übrigens, sehen Sie das, 29.000, über 29.000 Unfalltote hier. Also 47% davon sind bei einem Haushaltsunfall ums Leben gekommen. Ja. Eigentlich unglaublich. Ja, es ist bedenklich. Wir sind alle bequeme Leute. Wir versuchen immer, Abkürzungen zu nehmen. Machen Sie das nicht. Mit so einem Fensterputzroboter ist wirklich eine sehr, sehr sichere Sache. Der putzt Ihre Fenster, wie ich das niemals hinkriegen würde. Und Sie haben eben auch immer saubere Fenster. Das ist, was du gesagt hast. Ne? Wenn man mal Besuch hat von Kindern, wie schnell sind da Fingerabdrücke drauf? Mit Hunden, diese Hundenasen, ist auch wunderschön, aber im Fenster ist das dann sehr, sehr ärgerlich, wenn man sowas am Fenster hat. Und jetzt muss man eben nicht sagen, oh, muss ich am Wochenende wieder Fenster putzen. Nehmen Sie einfach Ihren Fensterputzroboter, setzen den an die Scheibe, drücken Start und schon ist das kleine Malheur wieder weg. Wir haben es eben in dem Zuspieler gesehen, auch Wachsstifte am Fenster. Ist natürlich klasse für Kinder, mal so malen zu dürfen. Ne? Natürlich. Aber und dann, sie haben Freude von Besuch von Kindern. Na, und dann nicht, du denkst, oh, jetzt Kinder kommen, dann muss ich alles putzen. Vor dem Besuch putzen, danach. Sie müssen das auch, das muss nicht so anstrengend sein. Sie müssen das genießen, weil sie wissen, dass egal, was machen Kinder, mein Fensterputzroboter mache ich an und der macht alles. Ich muss mir über nichts mehr kümmern. Ich finde das wirklich genial, weil das ist wirklich, gibt es keinen Stress mehr zu Hause. Wer nächstes muss Fenster putzen, weißt du, zum Beispiel mit Frau und Mann, dann ich habe letzte Woche das gemacht, du musst mir helfen und ich glaube, meistens, Streitigkeiten führen, ja, meistens Stress passiert nur wegen so Hausarbeit, ne? Also, und hier, Sie können das vergessen, weil niemand muss das mehr machen, nur Fensterputzroboter, Sie müssen anmachen. Also ganz, ganz ehrlich, wann immer irgendein Fleck irgendwo auftaucht, setzen Sie ihn einfach ran, lassen ihn wegmachen. Es muss kein Stress mehr sein. Es muss nicht sein, dass man Tage vorher schon ans Wochenende denkt und denkt, uiuiuiui, jetzt muss ich wieder Fenster putzen. Das sieht schlimm aus, wenn die Sonne da so reinfällt. Und dann, wie gesagt, wenn es dann gleich am nächsten Tag wieder regnet, ist es so, als hätte man nie etwas getan. Das ist ja auch was, was man sofort sieht, wenn man in eine Wohnung kommt, wenn man in ein Haus kommt. Man sieht, wenn die Sonne reinkommt, oh, die Fenster sind toll geputzt oder sie sind eben nicht toll geputzt. Gerade wenn man so Besuch bekommt oder so. Ne? Meine Mama hat immer gesagt, das Fenster, das ist das Gesicht des Hauses. Irgendwie. Die Visitenkarte für die Nachbarschaft. Richtig. Andererseits ist es aber auch unser Tor zur Welt. Wir schauen ja auch raus, wenn dann die Sicht getrübt ist. Ein scherzhafter Kommentar habe ich mal gelesen, man muss die Fenster nur putzen, wenn man attraktive Nachbarn hat. Ja? Aber ich glaube, ich möchte auch mal die Sonne sehen. Aber somit ist es einfach. Und ich möchte das nochmal wiederholen. Ich persönlich habe eine absolute Abneigung gegen Fensterputzen. Natürlich sieht man irgendwann mal ein, es geht nicht mehr anders. Ja. Aber mit dem Fensterputzroboter macht Fensterputzen auch mir Spaß, weil man einfach zuschauen kann, wie effektiv er spricht. Es ist, du hast es vorhin gesagt, das neueste Modell von Hobot. Und Hobot ist eine ganz besondere Firma. Ja, Hobot ist eine Firma, die hat sich spezialisiert auf Home Robotics, also Heimroboter, ist einer der Weltmarktführer in diesem Bereich. Die machen nichts anderes, als sich den ganzen Tag um eben Roboter für ihren Haushalt zu kümmern. Hier sehen wir mal die Geschichte dieser Fensterputzroboter. Was jedes Jahr für neue Innovationen kamen. Jeder hatte irgendwie was Besonderes. Und hier, das war unser letztes Spitzenmodell, 3 Jahre alt. Und als wir den jetzt im neuen Katalog gesehen haben, den S6, haben wir uns überlegt, Mensch, die sind doch schon perfekt. Was kann denn noch besser werden? Aber da haben wir halt jetzt diese Rubbeltechnik, nenne ich sie mal, auf der Seite mit diesem Dual-Mob, der eben wirklich da, wie mit der Hand rüberwischt nochmal. Und diese Neutralisation, das heißt, dass wir eben Statik auch noch rausnehmen aus den Fenstern. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und Hobot ist wirklich eine Weltmarke hier. Wir sind Exklusivpartner für Hobot in Deutschland und sind sehr stolz drauf, dass wir Ihnen dieses Modell hier jetzt anbieten können. Es ist nagelneu mit der neuesten Technik. Das ist das Beste vom Besten hier.
Und diese 379,99 € sind auch noch ein TV-Sonderpreis. Es ist ab Lager lieferbar und wirklich eine Investition, wo Sie viele, viele Jahre Freude dran haben werden. Wie gesagt, früher Waschmaschinen, jetzt gibt es auch diese Saugwischroboter, sind inzwischen auch schon überall akzeptiert und hat fast jeder zu Hause. Die nehmen viel Arbeit ab. Jetzt gibt es eben Fensterputzroboter und das hier ist das Spitzenmodell davon. Also ich bin wirklich stolz, dass wir das haben können. Ja, ne? Ich finde es genial. Übrigens, Robert, Sie lesen es vielleicht auch hier in unserer Grafik, hat hier eine unverbindliche Preisempfehlung vorgeschlagen von 799 €. Da können Sie jetzt mal unseren TV-Sonderpreis wertschätzen. Es ist das neueste, innovativste Modell. Und vielleicht haben Sie gerade darauf gewartet, wann kommt noch mal eine Verbesserung. Ja. Und das ist noch mal eine Verbesserung, das können wir sagen, durch dieses Schrubben. Ich nenne es jetzt einfach mal Schrubben und natürlich durch das Neutralisieren der elektrostatischen Aufladung. Das ist auch nochmal ein Riesenschritt nach vorne. Ja, denken Sie dran, den können Sie nicht nur an Fenstern ansetzen, den können Sie an allen glatten Flächen ansetzen. Zum Beispiel, und da möchte ich jetzt auch eine Kundengruppe von uns ansprechen, oder vielleicht haben Sie die auch woanders gekauft, von Solarpanel. Solarpanel sind sehr schwer sauber zu machen. Die sind immer... Ja, ich weiß nicht, wenn die so über dem Balkon hängen, ich stelle mich jetzt mal hin, dann stehe ich da am Balkon, habe hier das Solarpanel, um die sauber zu machen, muss ich mich rüberbeugen. Machen Sie das nicht, das ist viel, viel zu gefährlich. Um da ganz unten hinzukommen, ist die Sturzgefahr unglaublich hoch. Setzen Sie einfach Ihren Fensterputzroboter ran. Wir haben da auch ein Solarpanel mal aufgebaut hinten. Das macht das ganz, ganz einfach und vor allem sicher für Sie, Ihre Solarpanel richtig sauber zu machen. Solarpanel, wenn die nicht sauber sind, dann ist natürlich die Effektivität sehr eingeschränkt, weil nicht so viel Licht zu den Solarpaneln durchkommt. Das kann man jetzt eben hier auch mit einem Fensterputzroboter machen, mit diesem hier. Schauen Sie mal an, wie einfach das ist, wenn ich mich darüber beugen würde, wie gefährlich das ist. An die unteren Stellen würde ich gar nicht rankommen, würde wahrscheinlich noch Wasser auf den Nachbarn da unten plörren. Es ist viel, viel einfacher. Wir haben ihn jetzt mal hier an unser Solarpanel rangesetzt. Ist viel, viel einfacher mit so einem Fensterputzroboter. Das meine ich. Es ist so eine Zusatzleistung noch, das kann man wirklich sagen. Ja, also jetzt haben wir die ganzen Glasflächen, wir haben die Spiegel, wir haben die Fliesen, die man damit reinigen kann. Und jetzt kommen, wenn Sie Solarpanel haben, noch die Solarpanel dazu. Das ist ein Allrounder, ja? Der kann wirklich alles. Und Sie bekommen den TV-Sonderpreis, ohne sich hier jetzt in Zukunft in Gefahr begeben zu müssen, weder beim Solarpanel putzen noch beim Fenster putzen. Und das ist der große Mehrwert für Sie und Ihre Familie. Ich weiß, dass viele darüber nachdenken, sich Haushaltshilfen ins Haus zu holen, die einem diese Arbeit abnehmen. Aber die sind sehr schwer zu finden und man muss ja regelmäßig Geld bezahlen. Hier investiert man einmal, gefunden haben Sie den Roboter schon und der putzt dann regelmäßig bei Ihnen. Und das Komplettpaket kommt zu Ihnen. Es ist dieser Roboter mit der Verkabelung, die dazugehört, mit dem Reinigungsmittel, das dazugehört. 6 Wischpads sind ebenfalls dabei und Sie bekommen das Ganze zum TV-Sonderpreis von 379,99 €. Die Bestellnummer für den neuesten Fensterputzroboter der Firma Hobot ist die ZX7563 und die 569. Ich habe es gerade gesagt, 6 Wischerpads sind bereits im Lieferumfang enthalten. Aber du hast uns noch Zusatzpads, falls man doch ganz, ganz viele Fenster hat. Ja, falls man ganz, ganz viele, natürlich werden die mit der Zeit, gerade wenn Sie mal Vogeldreck oder sowas dran haben, werden die dreckig, dann müssen sie wieder gewaschen werden. Wenn Sie mehrere Fenster davon haben, würde ich Ihnen raten, hier das Zusatzset gleich mit dazu zu holen. Ganz einfach per Klett an den Fensterputzroboter anzubringen und natürlich voll waschbar. Auch einen Spitzenpreis hier würde ich am besten mit dazu bestellen. Sie kriegen bereits sehr viele Pads dazu, aber das hier ist Herstellerqualität, der passt perfekt. Sie sehen hier oben auch noch diese Löcher, die drin sind. Das sind diese Sensoren, die eben die Oberfläche erkennen und wann das Fenster vorbei ist. Würde ich gleich mitbestellen. Am besten gleich mit dazu bestellen. Ja, für 28,49 € ist es auch kein großer finanzieller Aufwand. Und dann hat man mal Ruhe. Es sind 6 Stück, also im Prinzip 3 Sets. Die Bestellnummer hier ist die ZX7564.
und die 5, 6, 9. Und wie gesagt, dann haben sie 6 Sets, weil 3 sind ja schon im Lieferumfang enthalten. Und nach menschlichen Ermessen kann man da einmal die Wohnung durchputzen und dann einmal die Waschmaschine laufen lassen mit der ganz normalen 40-Grad-Wäsche. Da kann man das einwerfen und dann sind sie wieder wie neu. Auch Reinigungsflüssigkeit ist bereits bei all unseren Fensterputzroboter im Lieferumfang enthalten. Aber irgendwann, obwohl der sehr, sehr sparsam ist, weil er ja nur zerstäubt, irgendwann ist auch die erste Flasche Reinigungsmittel mal zu Ende. Und dann sollten Sie Ersatz haben. Und wir haben jetzt hier genau wieder auf diesen Roboter hergestellte Reinigungsflüssigkeit, und zwar ein Konzentrat. Ja, das ist die Flasche, die Sie mit dazu bekommen. Herstellerqualität natürlich. Nach Kundenzuschriften, was wir so gehört haben, reicht die so, ja, fast ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, weil der eben wirklich sehr sparsam ist. Der nimmt wirklich nur genau so viel, wie das Fenster jetzt braucht, um sauber zu werden. Wir haben hier einen Konzentrat für Sie zum Nachfüllen. Das ist 1 Liter Konzentrat, was Sie verdünnen können mit 1:5. Das heißt, Sie kriegen hier 5 Liter Flüssigkeit, Reinigungsflüssigkeit raus. Das ist perfekt für diesen Fensterputzroboter. Da brauchen Sie sich dann gar keine Sorgen zu machen und können dann eben Ihre eigene Mischung machen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen würde ich es ein bisschen weniger konzentrieren. Aber hier sehen wir dieses Glasreinigerkonzentrat. Ja, 1,5 Liter reicht für 11 Liter Reinigungsflüssigkeit und kostet gerade mal 5,69 €. Dann sind Sie auch mal für ein Jahr versorgt, würde ich mal behaupten. Die Bestellnummer für dieses Spezialreinigungskonzentrat ist die PV8696 und die 569. Und sollten Sie auch Solarpanel reinigen wollen, dann machen Sie das bitte auch mit einem Spezialreinigungsmittel. Ich vergleiche das gerne immer mit der Brille. Mein Optiker sagt immer zu mir, die Brille auf keinen Fall mit Glasreiniger, sondern mit Spezialbrillenreiniger reinigen. Und das Gleiche gilt wohl auch für Photovoltaikanlagen. Ja, Photovoltaikanlagen, das ist hochkomplexe Elektronik. Die ist sehr, sehr, ja, da möchte man nicht mit scharfen Reinigungsmitteln rangehen. Dann gehen die eben nicht mehr, sind die nicht mehr so effektiv. Wir haben hier speziell für Solarpanel diese Reinigungsflüssigkeit. Auch die ist im Konzentrat. Sie kriegen 1 Liter und können da bis zu 20 Liter sich zusammenmischen. Wie gesagt, wenn es ein bisschen dreckiger ist, dann machen Sie die Konzentration etwas härter. Ja, kostet gerade mal 15,19 €. Also sollten Sie vorhaben, mit Ihrem neuen Reinigungsroboter auch Solarpanel zu reinigen, bitte unbedingt das Spezialmittel mit dazu bestellen. Hier ist die Bestellnummer, die PV9355 und die 569. Und im Hintergrund haben wir gerade gehört, auch das Solarpanel ist wieder absolut sauber. Und zwar sauber gemacht vom neuesten Familienmitglied von Hobot, unserem wirklich innovativsten Fensterputzroboter. Der modernste, den wir jetzt derzeit haben. Wie viele Fenster haben wir? Wir haben ein Fenster vorne und hinten, wir haben die Tür vorne und hinten und das Solarpanel jetzt eben gereinigt in der Sendung. Haben uns dabei ganz normal unterhalten. So kann Ihnen das auch gehen. Ich bin fix und fertig vom Fensterputzen. Haben wir wieder was geschafft heute. Ne? Man muss eben nicht mehr die Leiter holen. Man muss nicht mehr den Eimer holen. Man muss nicht mehr die Reinigungsflüssigkeit holen. Man ist absolut sicher unterwegs, weil der einfach nur rangesetzt wird und ein Knopf wird gedrückt und dann reinigt der die Fenster für Sie. Ein Traum wird wahr. Anders kann man es wirklich nicht nennen. Ein Fensterputzroboter, ein Roboter, der Ihnen diese Arbeit, Fenster zu putzen, abnimmt. Besser als ich es je könnte, ist meine Erfahrung hier. Wir haben die Ergebnisse hier gesehen. Sie haben gesehen, wie einfach der zu bedienen ist. Das ist unser Spitzenmodell, das 2024er Modell, ganz neu bei uns im Katalog. Wir sind die Ersten, die es überhaupt verkaufen. Und da können Sie jetzt zugreifen, kriegen den TV-Sonderpreis. Es kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Wir haben den Ablager lieferbar. Wie alles jetzt, was Sie hier in der Sendung gesehen haben, können Sie alles Ablager sofort bestellen. Und dann können Sie am Wochenende vielleicht schon Hobot Ihre Fenster putzen lassen und müssen das nicht mehr selber machen. Denken Sie dran, das ist Markenqualität. Das ist hier richtige Spitzentechnik. Es gibt preiswertere Fensterputzroboter, aber ganz ehrlich, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Von einem Weltmarktführer, der hier Ihnen dieses Produkt gebaut hat, um Ihren Haushalt, eben Ihre Haushaltsarbeit leichter zu machen. Ja, Sie werden ihn lieben, ganz, ganz sicher. Und die einmalige Investition ist meiner Meinung nach auch überschaubar. 379,99 €. Die Bestellnummer für diesen neuesten Hobot-Fensterputzroboter ist die ZX 7563 und die 569.
6, 9. Und jetzt lehnen Sie sich zurück. Haben Sie gesehen, was ich die ganze Sendung gemacht habe, während die Fenster geputzt werden? Nicht, weil ich Macho bin, ich bin hier gesessen. Jetzt wären Kaffee und Kuchen noch schön gewesen. Aber was ist denn schöner als Fensterputzen? Alles. Alles ist schöner als Fensterputzen. Deshalb lassen Sie sich diese Arbeit abnehmen, sitzen Sie gemütlich und machen Sie andere Tätigkeiten, die mit Sicherheit wichtiger sind. Schaffen Sie sich mehr Lebensqualität. Und das soll der Schlusssatz sein in dieser Sendung, weil darum geht's. Wir arbeiten genug, wir buckeln tagtäglich. Dann haben wir wenigstens in der Freizeit ein bisschen mehr Lebensqualität verdient. Und die schaffen wir uns durch Haushaltsroboter. Und jetzt sind Sie dran. Gehen Sie ans Telefon, schon am nächsten Wochenende wird der Hausputz ein ganz anderer Hausputz sein, als der, den Sie bis jetzt gewohnt sind. Also dann viel Spaß.